Wir werden abgehört, durchleuchtet, auf Schritt und Tritt überwacht. Die Waffen der Terrorfahnder werden immer perfekter. Aber wovor können sie uns schützen? Sind unsere Flughäfen wirklich bombensicher? Wo sind die Lücken im Sicherheitsapparat? Quarks und Co. zeigt, was die Terrorfahnder heute schon können, was sie in Zukunft vorhaben und wohin die Angst vor dem Terror eine Gesellschaft treiben kann. Herzlich willkommen bei Quarks und Co. Wir leben schon in einer sonderbaren Zeit. Überall wird kontrolliert und durchleuchtet. Und die Angst vor dem Terrorismus zieht einem im wahrsten Sinne des Wortes die Schuhe aus. Nun, begründet werden alle diese Sicherheitsmaßnahmen mit der Sorge vor möglichen Anschlägen. Und es gibt ja immer wieder Nachrichten, die das bestätigen. Zum Beispiel die Kofferbomber aus Köln. Mit Propangasflaschen wollten sie Anschläge auf Regionalzüge ausüben. Oder die Konvertiten im Sauerland versuchten mit Wasserstoffperoxid, dem Bleichmittel der Blondinen, eine Bombe zu bauen. Nun, es gibt dabei einen Haken. Abgesehen von den Ermittlern hat niemand, auch kein Vertreter der Presse, die ja darüber berichtet hat, diese Bomben je zu Gesicht bekommen. Wir Journalisten müssen da glauben, was man uns sagt. Und in der Zwischenzeit werden die Sicherungsmaßnahmen immer noch verstärkt, werden immer aufwendiger, immer teurer. Und wir Bürger zahlen dafür. Und zwar auch mit dem Preis unserer Freiheit. Gepäckausgabe ist wieder offen. Sommer 2006. Terroralarm in Frankfurt. 6 Araber wollen eine Bombe an Bord einer El Al-Maschine schmuggeln. Der Plan, so die Behörden, sei nur deshalb gescheitert, weil sich die Terroristen mit einem Flughafenmitarbeiter nicht über die Höhe des Bestechungsgeldes hatten einigen können. Ist Deutschland nur knapp einer Katastrophe entgangen? Kurz darauf. Der Hessische Rundfunk meldet, alles nur Panikmache. Die Verdächtigen wollten sich nur einen Scherz erlauben. Die Hintermänner hat es nie gegeben. Sicherheitsexperten sagen, die Bundesanwaltschaft schüre Hysterie. September 2006. Flughafen London Heathrow. Scotland Yard vereitelt Terroranschläge. Terroristen wollen 20 Flugzeuge in die Luft sprengen. 2000 Menschen sollen sterben. Schnell beschließt die Europäische Union viel strengere Kontrollen des Handgepäcks. Doch heute werden auf Flughäfen tonnenweise Zahnpastatuben und Wasserflaschen beschlagnahmt. Doch Sprengstoffexperten sind überzeugt, die Festgenommenen hätten es niemals geschafft, große Mengen des hochbrisanten Sprengstoffs in der Flugzeugtoilette zusammenzumixen. September 2007. Im Sauerland werden 3 Terrorverdächtige festgenommen. Sie planen den größten Bombenanschlag, der jemals in Deutschland verübt wurde. Große Mengen Chemikalien für die Herstellung von Sprengstoffen haben sie sich bereits besorgt. Angeblich auch die schwer zu beschaffenden militärischen Zünder und die Kleinbusse für die Autobomben. 12 Fässer mit Wasserstoffperoxid habe man sichergestellt, sagen die Behörden. Auf den Fotos, die veröffentlicht werden, sieht man immer nur 10 Kanister. Experten zweifeln. Wenn die Verdächtigen es überhaupt geschafft hätten, den gewünschten Sprengstoff herzustellen, wäre er ihnen selbst um die Ohren geflogen. So brisant sei er. Januar 2008. Die Behörden warnen. Al-Qaida-Terroristen planen Anschläge in Deutschland. Ihre Ziele: deutsche Militär- und Sicherheitsbehörden, Justizgebäude, aber auch der Rostocker Hafen. Als Vergeltungsschlag wegen der Fahndungserfolge im Kampf gegen den Terrorismus. Ein LKW fährt von Russland aus Richtung Deutschland. Er ist mit 1 Tonne Sprengstoff beladen. 2 Tage später. Die Behörden sprechen plötzlich von einer geringen Ernsthaftigkeit der Warnung. Der Sprengstofflaster löst sich in Luft auf. Und mit ihm die ganze Terrorwarnung.
Es gehört zu den Standards des guten Journalismus, dass wir mindestens zwei voneinander unabhängige Quellen für eine Tatsachenbehauptung brauchen, bevor wir dann zweifelsfrei darüber berichten können. Nun, viele angebliche Erkenntnisse über geplante Terroranschläge erfüllen dieses elementare Kriterium nicht. Also im Klartext, da werden Dinge behauptet, die wir Journalisten nicht prüfen können. Und gerade die jüngste Vergangenheit zeigt, wie gefährlich das ist. Nehmen Sie zum Beispiel die angeblichen Chemiewaffenfabriken im Irak. Das wurde immer wieder behauptet und dann stellte sich heraus, dass diese Information falsch war. Zweifel sind also angebracht und das auch hierzulande, wenn zum Beispiel immer wieder von Terrorwarnungen die Rede ist. Wir Journalisten können das, wie gesagt, nicht überprüfen. Und dennoch werden unsere Bürgerrechte massiv eingeschränkt. Und das zum Teil mit immensen Kosten. Es ist unglaublich und wahrscheinlich vielen nicht bewusst, wo überall geschnüffelt, protokolliert und mitgeschnitten wird. Der Begriff Vorratsdatenspeicherung klingt harmlos, doch nie zuvor wurden wir Bürger so sehr durchleuchtet wie heute. Datenströme in riesigen Servern gebündelt. Wer spricht wann mit wem? Wer surft wann wohin? All dies wird künftig transparent. Angerufene Nummern, Anrufer und Gesprächsdauer werden jetzt für 6 Monate auf Vorrat gespeichert. Was offiziell der Terror- und Verbrechensbekämpfung dienen soll, halten Kritiker für das Ende der Privatsphäre. Erfasst werden alle Daten der rund 40 Millionen Festnetzanschlüsse und der über 90 Millionen Handys. Ab nächstem Jahr auch die Computerdaten mit der jeweiligen IP-Nummer, das heißt der virtuellen Adresse. Auf die Daten können die Strafverfolgungsbehörden zugreifen, zur Aufklärung schwerer Straftaten oder Straftaten, die mittels Telekommunikation begangen sind. Dafür brauchen sie einen richterlichen Beschluss. Weiterhin können zugreifen die Geheimdienste. Hier braucht man keinen richterlichen Beschluss. Es entscheidet jeweils der Chef vom Verfassungsschutz, des Bundesnachrichtendienstes, des militärischen Abschirmdienstes in Zusammenspiel mit parlamentarischen Kontrollgremien. Das halten wir für problematisch. Problematisch, weil die Geheimdienste schon jetzt Zugriff auf eine Fülle von Datenmaterial haben. Zusammen mit den Kommunikationsdaten lassen sich nun regelrechte Persönlichkeitsprofile eines jeden erstellen. Schon verfügbar sind Daten von unzähligen Chipkarten, von Videokameras und Mautbrücken auf den Autobahnen, in denen auch Pkw erfasst werden. Es werden, wenn solche Datenmengen da sind, und das ist ein ganz großes Problem, immer Begehrlichkeiten geweckt. Ich erinnere an die Mautdaten. Vor einiger Zeit hat man die Lkw-Maut eingeführt, nur zu dem Zwecke der Abrechnung für die Autobahngebühren. Inzwischen wird fast unstreitig diskutiert, dass dadurch auch diese Daten zur Verbrechensbekämpfung herangezogen werden können. Und diese Zweckerweiterung, die ist immer gegeben, wenn eine Riesendatenmenge da ist. Zweckerweiterung und Missbrauch halten viele Datenschützer für wahrscheinlich. Die Kontrolle darüber für immer schwieriger. Wenn ein ganzes Volk per Gesetz zu potenziellen Straftätern gemacht werde, sei der Orwellsche Überwachungsstaat nicht mehr fern, meinen Kritiker. Bisher gibt es Möglichkeiten, ganz legal für Ermittlungsbehörden auf Daten zuzugreifen, wenn es einen begründeten Verdacht gibt. Neu ist, dass plötzlich alle Bürgerinnen und Bürger in unserem Land unter Generalverdacht stehen. Und das ist völlig unverhältnismäßig, dass fast alle Menschen dann als Verdächtige behandelt werden und Daten im Voraus gespeichert werden, falls sie vielleicht mal irgendwann was Böses vorhaben. Doch bereits heute gibt es simple Möglichkeiten, die Fahnder ins Leere laufen zu lassen. Etwa mit der sogenannten Tor-Software. Statt über den Provider direkt auf das Internet zuzugreifen, leitet sie die Daten über fremde Server um. Virtuelle Spuren lassen sich so mühelos verwischen. Ich bin jetzt auf der Website unserer Initiative gegen Vorratsdatenspeicherung und ich habe mich jetzt mit der Tor-Software dort eingeloggt. Das heißt, ich kann jetzt überprüfen, mit welcher IP-Adresse ich dort draufgehe. Wir sehen hier, es ist nicht die Nummer, die mir zugeordnet ist, sondern wenn ich jetzt genau gucke, mir anzeigen lasse, wo ich gerade herkomme, dann werden ich und alle anderen, die nachgucken, feststellen, ich bin ein Amerikaner und komme aus Oregon, Portland.
Wenn es so leicht ist, virtuelle Spuren zu verwischen und die neuen Gesetze zu umgehen, ist dann der immense Aufwand gerechtfertigt? Milliardenkosten der Industrie, die letztendlich der Bürger selbst mit seiner Telefonrechnung bezahlt, für seine eigene Überwachung. In einem nächsten Schritt soll das BKA-Gesetz geändert werden. Und dann sollen auch bisher besonders geschützte Berufsgruppen wie Abgeordnete, Strafverteidiger und Priester abgehört werden dürfen. Vorratsdatenspeicherung und Abhörmaßnahmen, die geschehen ganz im Stillen, ohne dass wir das direkt merken. Doch auf den Flughäfen, da spürt jeder Reisende, wie das Sicherheitsnetz immer engmaschiger wird. Sie kennen das. Oft genug muss man manchmal sogar mehrfach durch die Sicherheitsschleusen. Solche Detektoren reagieren auf Metall, aber die schlagen auch manchmal ganz bewusst per Zufall an und dann wird per Hand nachgeprüft. Alle Koffer werden inzwischen bei Flugreisen durchleuchtet. Und bei Flügen in die USA werden sogar die Personalien im Vorfeld geprüft. Ganze Flughafenterminals wurden für Millionen umgebaut, damit die ankommenden und abreisenden Passagiere keinen direkten Kontakt mehr miteinander haben. Und es gibt dann noch eine Maßnahme, und die sorgt bei vielen Menschen für Kopfschütteln. Damit bin ich bei den Flüssigkeiten. Die großen Flaschen sind nicht mehr erlaubt. Heute maximal 100 Milliliter Fläschchen, gilt natürlich auch für Cremes. Und das Ganze darf nur in diesen ganz besonderen Tütchen transportiert werden. 1 Liter Tütchen wiederverschließbar. Nun, wie sinnvoll ist das? Sprengstoff kommt hier nicht durch, sagen die Behörden. Deshalb kontrolliert das Sicherheitspersonal genau und beschlagnahmt alle Gegenstände, die in den Händen von Passagieren tödliche Waffen werden könnten. Guten Tag, das ist Ihre Tasche? Ja. Öffnen Sie die bitte mal. Ja, das Mineralwasser geht gar nicht. Warum geht das? Über 100 Milliliter, das ist zu groß. Das ist doch nur Mineralwasser. Flüssigkeit ist Flüssigkeit, da wird keine Ausnahme gemacht und darf halt nicht mit. Allein in Frankfurt werden jede Woche bis zu 21 Tonnen Kosmetika und Getränke einkassiert und vernichtet. Immerhin 8 in Düsseldorf. Nur kleine Flaschen bis zu 100 Millilitern sind erlaubt. Das ist auch von der Flasche hier zu groß. 250 Milliliter, das geht nur. Aber es ist ja weniger als 100 drin. Das kommt aufs Behältnis an und nicht auf den Inhalt. Okay. Das war Kontaktlinsenflüssigkeit, das geht in jedem Fall. Ja. Medikamente auch, die sind ausgenommen von der Verordnung. Das heißt, da können auch 150 Milliliter drin sein. Das darf ich auch sagen. So, die anderen Sachen sind von der Größe her soweit in Ordnung. Sie also müssen, das darf ich alles mitnehmen? Sie können das erstmal so, was in einen 1 Liter wiederverschließbaren Plastikbeutel passt. Ah, okay. Der Rest wandert in den Müll. Kritiker sagen, da gehören auch die strengen Handgepäckbestimmungen hin. Rockville, Maryland, USA. Wir besuchen den Ex-Sicherheitschef der El Al, der sichersten Fluglinie der Welt. Ruffy Ron berät heute amerikanische Flughäfen. Seine Erfahrung, alle Passagiere zu verdächtigen und alle zu durchsuchen, sorgt eher für weniger als für mehr Sicherheit. Es geht nicht nur darum, verdächtige Gegenstände zu finden. Das ist auch ein wichtiger Punkt von Sicherheitskonzepten, aber nicht der einzige und schon gar nicht der wichtigste. In unseren Seminaren trainieren wir das Sicherheitspersonal, mehr auf die Menschen als auf Gegenstände zu achten. Denn Verdächtige verraten sich durch unbewusstes Verhalten. Wenn jemand beispielsweise eine Bombe unter seiner Jacke trägt, dann beeinflusst das seine Kleidung, sein Verhalten, die Art, wie er geht, wie er sich bewegt und so weiter. Wenn das Flughafenpersonal solches Verhalten erkennen könnte und zugleich neuartige Sprengstoffscanner eingesetzt würden, dann wären Flughäfen sicherer als heute. Zumal Experten sagen, auch kleine Flaschen im Handgepäck können gefährlich sein. Stimmt das? Wir fragen einen Sprengstoffexperten. Hallo. Hallo. So, das sind die Sachen, die wir durch die Kontrolle bekommen haben, in der Plastiktüte. Ja, die sagten 100 Milliliter, damit könnte man nicht viel anfangen. Genau, ja. 100 Milliliter kann man sehr wohl was mit anfangen, das sehe ich ganz anders. Und zwar, wenn man jetzt mal diesen Nagellackentferner nimmt, da gibt es eine handelsübliche Flüssigkeit in diesem Kanister, abgeklebt natürlich. Und damit kann man es auch ordentlich knallen lassen? Ja, damit kann man schon ziemlich ordentlich knallen lassen. Können wir uns ja gleich mal angucken.
Bürotechniker Wolf Schiebel ersetzt den Nagellackentferner durch eine andere, frei verkäufliche Flüssigkeit. Auch diese mit an Bord zu nehmen wäre kein Problem, denn kleine Flaschen gelten ja als harmlos. Ziemlich sicher wäre der Zünder ebenfalls nicht aufgefallen. In den USA haben Studien gezeigt, 3/4 aller Bombenteile werden bei Sicherheitschecks nicht entdeckt. Macht ja nichts. 100 Milliliter sind doch harmlos. Ja, da möchte ich ja nicht im Flugzeug gesessen haben. Nee, ich auch nicht. Also das ist schon mächtig. Ja. 100 Milliliter Nagellackentferner. Ja. Dass es bei Ihrem nächsten Flug knallt, ist äußerst unwahrscheinlich. Aber wenn Sie sich sicher fühlen können, dann bestimmt nicht, weil man vorher alle Mineralwasserflaschen eingesammelt hat. Tja, wie schreibt unser Bundesinnenministerium im Internet? 100 Milliliter, das ist eine Menge, die zur Erstellung wirksamer Sprengstoffe nicht ausreichen würde. Wenn man sich diese Sitze hier anschaut, sieht man das Gegenteil. Die Folge kann nun nicht lauten, in Zukunft keine Flüssigkeiten mehr an Bord zu nehmen. Unsere Botschaft ist vielmehr, solche Maßnahmen wiegen uns in Sicherheit, obwohl sie ihren Zweck, wie wir gerade hier gesehen haben, eigentlich nicht erfüllen. Wer nämlich ernsthaft einen Anschlag plant, wird immer Mittel und Wege finden. Und die Bestimmungen bezüglich der Flüssigkeitsmitnahme an Bord von Flugzeugen wurde von der EU erlassen, aber auf Druck der amerikanischen Regierung. Denn die überzieht die Welt derzeit mit massiven Sicherheitsanforderungen. Und da ist zum Teil eine Menge Geld im Spiel. Und das wiederum befeuert die Fantasie von Technikern, von Sicherheitsfirmen und bringt sie zum Teil auf immer exotischere Ideen. Dass Hunde als Spürnasen bei der Suche nach Sprengstoff eingesetzt werden, das wissen wir. Aber in der Heimat von James Bond geht es auch eine deutliche Nummer kleiner. Die Angst fliegt mit. Angst vor Bomben, die nicht entdeckt werden, weil Sprengstoffe sich gut tarnen lassen. Aber das könnte sich bald ändern. Mit einer ganz neuen Technologie, um schon einzelne Moleküle Sprengstoff zu entdecken. 10 Kilometer vom Londoner Flughafen Luton entfernt wird eine neue Antiterroreinheit herangezüchtet. Die Firma Incentennial trainiert eine ungewöhnliche Einsatztruppe, Bienen. Mathilde Breens ist die Ausbilderin, eine Bienenforscherin aus der Normandie. Bienen haben ganz spezielle Fähigkeiten, die sie für einen solchen Einsatz geradezu prädestinieren. Die Bienen sind in der Lage, niedrigste Konzentrationen aufzuspüren in einem Meer von Gerüchen. Wir nutzen, dass sie so empfindlich sind. Im institutseigenen Bienenstock haben sie es paradiesisch gut. Es gibt immer genug Nahrung, Pollen. Im Sommer dürfen die Bienen sogar nach draußen. Sie sind höchstens 2 Tage im Einsatz. Danach haben sie Urlaub für den Rest ihres Lebens. Mathilde Breens sammelte eine Minitruppe von Bienen ein, mit einem Staubsauger, für einen neuen Einsatz. Die Bienen sollen lernen, den verbreiteten Sprengstoff TNT zu erkennen. TNT riecht zwar, verspricht aber keinen süßen Nektar als Futterbeute. So etwas lassen Bienen links liegen, normalerweise, aber man kann sie überlisten. Es sieht martialisch aus, doch diese Spezialpinzette könnte sie gar nicht zerquetschen. Für das Training müssen sie fixiert werden. Auch das tut ihnen gar nicht weh. Sie dürfen nicht zu hungrig sein, sonst wären sie schwach und träge. Und nicht zu satt, sonst wollen sie nichts lernen. Doch jetzt haben sie Hunger und sind gierig nach neuen Geruchsabenteuern. Sie wollen also lernen. Für die Trainingseinheit setzt man eine Biene an das Ende eines Glasröhrchens. Gleich wird Luft durch das Röhrchen gepustet. Mit im Luftstrom sind einzelne Moleküle von TNT.
Jetzt ist alles für das Sprengstofftraining bereit. Kommt der Geruch von TNT bei der Biene an, dann gibt's Zuckerwasser, also Nektarersatz. Die Biene verbindet den TNT-Geruch mit der Information, hier gibt es was zu fressen. Der Sprengstoffgeruch allein soll in Zukunft Futter versprechen. Die Antiterroreinheit ist nun bereit. In einem Test überprüft Mathilde, ob die Kadetten ihr Trainingspensum gelernt haben. Riechen sie TNT, dann strecken sie auch dann ihre riesige Zunge heraus, wenn kein Nektar da ist. Sie haben schon nach 3 Durchgängen gelernt, TNT zu riechen. Besser als jeder Automat. Diese Begabung ist kein Zufall. Für die Bienen ist das Lernen etwas ganz Natürliches. Tag für Tag assoziieren sie immer wieder neu den Geruch von Blüten mit dem zuckrigen Nektar. Gibt's keinen Nektar mehr, vergessen sie den Geruch und lernen einen anderen. Lernen begleitet sie das ganze Leben. Diesen einmal gelernten Reflex nutzen die Forscher. Für den Einsatz werden 3 trainierte Bienen mit ihrem Gurt festgeschnallt. Sie sollen nur riechen und nicht etwa im Einsatz später frei herumfliegen. Eine Minikamera in der Box registriert die Reaktion der Bienen und gibt die Bewegung der Zunge weiter. Sobald sie den Sprengstoff riechen und die Zunge herausstrecken, registriert das der Computer. Auch die Gegenprobe funktioniert. Kein Geruch, kein Ausschlag. Doch 3 Bienen sind erst ein Anfang. Fürs Aufspüren nutzen wir nicht nur eine Biene, sondern viele. Das erhöht die Zuverlässigkeit. Bienen sind billig, man kann leicht Hunderte züchten und sie sind winzig. In unseren Detektor passen also viele Bienen hinein. Und dann kann man verschiedene Gruppen auf verschiedene Typen von Gerüchen spezialisieren. Das heißt, die Box spricht auf verschiedene Stoffe gleichzeitig an. In one box at the same time. Militärs und Sicherheitsfirmen sollen sich bereits interessieren. Für die Bienen im Dienste ihrer Majestät. Demnächst werden sie womöglich verhaftet, wenn die Bienen ihre Zungen rausstrecken. Nun, in Deutschland setzt man bei der Forschung zur Terrorabwehr vor allem auf eine ausgeklügelte Technik. Es geht ebenfalls um das Auffinden von Sprengstoff. Und der Traum ist, Verdächtige, und zwar in einer großen Menschenmenge, schon im Vorbeigehen zu identifizieren. Ob Tel Aviv, Madrid oder London. In jedem dieser Fälle haben Attentäter Sprengstoff in Bussen, Zügen oder U-Bahnen deponiert. Bisher gibt es keine Chance, solche Anschläge zu verhindern. In Rheinbach bei Bonn stellt sich ein internationales Team einer ganz besonderen Aufgabe. Es will ein System entwickeln, das solche Attentate unmöglich machen soll. Das Wichtigste ist, den Sprengstoff aufzuspüren, bevor er an Bord von Bussen und Bahnen ist. Chemische Sensoren detektieren den Sprengstoff und verfolgen seine Spur. Laser verraten, wo und wie sich Personen im Kontrollbereich bewegen. Mit Videokameras ist es möglich, Verdächtige zu erkennen. Erst die Kombination all dieser Informationen verrät, wer Sprengstoff bei sich hat.
Das Tolle an Hamlet ist, dass wir nicht nur einen einzelnen chemischen Sensor haben, sondern eine Vielzahl von chemischen Sensoren. Und über diese Anordnung der chemischen Sensoren können wir ganz genau den Weg eines Sprengstoffs verfolgen und ihn unter Umständen dann sogar einer einzelnen Person, einem einzelnen Träger zuordnen. Der erste Sensor schlägt Alarm, die anderen kurz danach. Ein Computer berechnet, welche Person Sprengstoff bei sich trägt. Je größer die Zahl, desto höher die Wahrscheinlichkeit. Mit jedem Schritt konkretisiert sich der Verdacht. Noch wird mit Lösungsmitteln statt mit Sprengstoffen experimentiert. Und noch wird der Stift mit den Lösungsmitteln offen durch die Anlage getragen. Nicht versteckt, wie Sprengstoff auf dem Weg in die U-Bahn. Zudem wird richtiger Sprengstoff die Anlage vor eine noch größere Herausforderung stellen. Die Schwierigkeit bei der Umrüstung auf Sprengstoff wird natürlich sein, dass die Sprengstoffe nur in kleinsten Konzentrationen auftreten und entsprechend die Sensorik höchst empfindlich für den Nachweis sein muss. Allerdings arbeiten wir derzeit nicht mit Sprengstoff, da es natürlich viel zu gefährlich wäre. Extra für Quarks muss sich das System das erste Mal beweisen. Funktioniert das Zusammenspiel der Sensoren? Der Test? 5 Probanden und ein Stift mit Lösungsmittel. Oh, da haben wir schon ein Signal. Hört sich was? Also die ersten 3 sind es schon mal nicht. Aber die Nummer 4 ist es. Test bestanden. Aber mit dem Gedränge von Menschenmassen im Berufsverkehr hat das noch wenig zu tun. Herr Lorenz, die sind jetzt alle hintereinander gelaufen, wie auf einer Perlenschnur. Ja. Können wir das mal mit 10 Leuten machen und noch im zweiten Sprengstoffprobe? Damit gehen wir wahrscheinlich an die Grenzen des Systems derzeit, aber wenn Sie das möchten, können wir das sehr gerne mal ausprobieren. Okay. Also, mehr Menschen, ein größeres Durcheinander und ein zweiter Stift mit Lösungsmittel. Also ich glaube, die ersten 3 dürften es nicht sein. Welche Nummer haben wir jetzt drin? Die 3, alle sind drin. Die Studenten haben diesmal zusätzlich versucht, uns wohl einen Streich zu spielen. Einige der Probanden sind auch wieder rückwärts gelaufen in dem Gang. Nichtsdestotrotz bin ich der Meinung, dass im Bereich der Nummer 2 oder 3 und insbesondere am Ende Nummer 8 oder Nummer 9 wahrscheinlich die Probe mit sich geführt haben. 2 Täter, 4 Verdächtige. Noch liegt viel Arbeit vor den Wissenschaftlern. Glück oder gekonnt? Ich würde mal sagen, eine Portion Expertenwissen. Und selbstverständlich auch etwas Glück. Im derzeitigen Stadium wären wir bei weitem noch nicht in der Lage, wirklich in den öffentlichen Bereich damit umzuziehen. Aber geben Sie uns mal noch eine Entwicklungszeit von 5 bis 10 Jahren. Und ich glaube, wir werden alle ähnliche Lösungen wie diese irgendwo im öffentlichen Leben wiederfinden. 5 bis 10 Jahre. Bis das System gegen Selbstmordattentate eingesetzt werden kann, wird also noch viel Zeit vergehen. Eines aber wird sich auch dann nicht ändern. Absolute Sicherheit wird es nicht geben. Schnüffelnde Wände, Videokameras auf Schritt und Tritt und Handyortung. Durch die moderne Technik hat die Überwachung eine neue Qualität erreicht und die Wände zukünftiger Flughäfen werden gespickt sein mit Sensoren. Einen weiteren Entwicklungsschub gibt es auch bei der sogenannten Fernerkundung. Per Satellit kann man nämlich unseren Planeten ganz genau observieren. Und einen Vorgeschmack davon bekommt man heute schon im Internet. Sie kennen das vielleicht. Und zwar kann man ganz genau nachschauen hier per Satellit. Eine Fahrt Richtung Köln. Hier erkennt man den Rhein. Hier die wunderschöne Domstadt, der Bahnhof. Der Dom. Und schauen Sie mal, wie genau man heute schon ist. Die Auflösung ist immens. Man erkennt einzelne Personen. Nun, das ist immer noch eine zivile Anwendung. Die Militärs können das noch sehr viel besser. Da müsste man Osama bin Laden doch schon längst gefunden haben. Ist er in der unzugänglichen Bergwelt des Hindukusch, der Top-Terrorist bin Laden? Oder versteckt er sich im pakistanischen Grenzgebiet?
Seit Jahren ist er am Fadenkreuz der internationalen Fahnder, doch trotz Einsatz modernster Satellitentechnik verliert sich seine Spur immer wieder. Zur Überraschung vieler Terrorismusexperten. Angesichts der Tatsache, dass das pakistanisch-afghanische Grenzgebiet wohl elektronisch das am besten überwachte Gebiet der Erde ist, denn die US-Behörden haben das Feinste an Elektronik, was sie haben, in den Himmel geschossen, ist es verwunderlich, dass Osama bin Laden bis heute noch nicht gefasst ist. Zu den neuesten Wunderwaffen im Kampf gegen den Terror zählen die Aufklärungssatelliten der Bundeswehr. Sie scannen die Erdoberfläche mittels Radarstrahlen ab und liefern bei jedem Wetter und auch nachts hochauflösende Bilder. Im Bonner Institut für Hochfrequenzphysik und Radartechnik arbeiten Wissenschaftler an einem neuen System, das eine noch zehnfach höhere Auflösung bietet, auch mittels Radar. Radar ist im Prinzip entfernungsunabhängig in seiner Auflösung. Das ermöglicht es uns zum Beispiel, Bilder mit 10 cm Auflösung aus mehreren zig bis 1000 Kilometern herzustellen. Kernstück ist eine überdimensionierte Antenne, mit der die Radarsignale vom Flugzeug aus wieder aufgefangen werden. Sie besteht aus einzelnen beweglichen Segmenten, die sich punktgenau auf militärische wie zivile Ziele ausrichten lassen. Unter die Tragfläche montiert, scannt die Antenne die Erdoberfläche ab. Sie kann Objekte zielgenau erfassen und die Oberflächenstruktur der Zielregion detailgenau abtasten. Die in der Luft aufgefangenen Daten werden am Boden zu hochauflösenden Bildern verarbeitet. Dank der hohen Auflösung können wir ohne Detailverlust noch viele Stufen in das Bild hineinzoomen. Wir sehen Häuserstrukturen, wir sehen flächige Wiesenstrukturen, Straßenzüge, hier jetzt ein Einzelgebäude. Und wenn wir in die höchste Auflösungsstufe sehen, sehen wir noch viele Details, wie zum Beispiel Dachschindelstrukturen. Das kann man im militärischen Kontext natürlich gut gebrauchen, um auch Waffenstrukturen eindeutig zu identifizieren. Wo ist Bin Laden? Trotz aller Technik scheint der Faktor Mensch auch heute noch unverzichtbar. Technik alleine fängt keine flüchtigen Straftäter oder Terroristen. Es gibt es auch nicht die verdachtschöpfende Intelligenz. Sie brauchen dahinter also investigative Ansätze. Und hier, denke ich, muss man einfach auch versuchen, militärisches und kriminalpolizeiliches Fahndungswissen miteinander übereinzubringen, um zu sehen, was man in einer geografischen Region wie zum Beispiel das Grenzgebiet Afghanistan und Pakistan tatsächlich leisten kann. Doch würde man Bin Laden hier auf die Spur kommen, was würde man eigentlich mit ihm und seinen Kämpfern machen, ohne sie endgültig zu Märtyrern hochzustilisieren? Es ist eine gehandelte These. Man will Osama bin Laden nicht verhaften oder töten, um eine Eskalation des militant-islamistischen Terrors zu verhindern. Der Krieg der Sterne gegen den apokalyptischen Reiter. Milliardenschwere Technik, nur um ihn eben nicht zu fassen. Das eine ist die Abwehr von Terrorismus, doch wo und wie entsteht er? Was sind zum Beispiel die entscheidenden Faktoren, die dazu führen, dass bestimmte Menschen sogar zu Selbstmordattentätern werden? Gibt es vielleicht soziologische Gesetze, die das bestimmen? Der Bremer Ökonom und Sozialwissenschaftler Gunnar Heinzson hat dazu eine interessante und provokante These aufgestellt. Sie sind zwischen 15 und 25 und viel zu viele, ohne Aufstiegschancen. Sie sind der sogenannte Youth Bulge, der Jugendüberschuss, Freiwild für Demagogen. Perspektivlose junge Männer sollen die Quelle von Terror und Gewalt sein. Ihn faszinieren diese Thesen von Gunnar Heinzson. Als Demograf ist er Zahlenmensch, doch Statistiken und Terrorforschung, geht das zusammen? Mich hat gestört, dass Gunnar Heinzson seine These nicht wirklich mit empirischen Daten belegen kann. Es gibt zwar eine ganze Reihe von Tabellen und Grafiken im Buch, aber die gehen auf das eigentliche Argument nicht wirklich ein und können es nicht belegen. Er möchte die Thesen von Heinzson überprüfen. Aber lassen sich Hoffnungslosigkeit, Aggression, Gewalt und Terror wissenschaftlich exakt greifen?
Kann Hass überhaupt berechnet werden? Er sucht nach aussagekräftigen Daten, sammelt für einen Zeitraum von 50 Jahren Bevölkerungsstatistiken, wirtschaftliche Kenngrößen und die Anzahl der gewaltsamen Konflikte. Extrahiert aus Zahlenwüsten greifbare Fakten zur Aggressionsbereitschaft von Gesellschaften. Nach Monaten das überraschende Ergebnis. Heinzsohn hat recht. Jugendüberschuss führt zu Gewalt. Aber seine viel genaueren Daten zeigen auch, es ist viel komplizierter. Bei extremem Jugendüberschuss geht die Gewalt sogar wieder zurück. Das hat Heinzsohn übersehen. Eine mögliche Ursache ist AIDS. Die makabre Erkenntnis, wo viele Erwachsene sterben, entsteht wieder Platz für die Jugend. Doch der Demograf kann das Gewaltpotenzial von Ländern auch weit über das heutige Datum hinaus voraussagen. Gunnar Heinzsohn meinte ja, die Welt würde immer gefährlicher werden, weil immer mehr Länder so extreme Jugendanteile aufbauen. Da zeigt aber ein Blick in die Bevölkerungsprognosen der Vereinten Nationen, dass das nicht der Fall ist, sondern dass wir gegenwärtig schon einen Höhepunkt dieser Entwicklung haben und in der Zukunft die Anzahl der Länder mit so extremen Jugendanteilen abnehmen wird. Das heißt, aus demografischer Sicht wird die Welt in Zukunft eher friedlicher werden. Aber erst in Jahrzehnten. Bis dahin nutzen Demagogen jeden Jugendüberschuss aus. Für viele junge Männer ist schon der Status eines zukünftigen Märtyrers ein sozialer Aufstieg. Der Überschuss junger Männer als Erklärungsversuch für den Terrorismus, eine interessante These. Und wenn man sich die Weltkarte anschaut, dann deckt sie sich mit vielen Konfliktgebieten, die man kennt. Doch es ist nur ein Erklärungsansatz. Fest steht, im Laufe der Zeit hat es einen fundamentalen Wandel gegeben in der Art und Weise, wie wir Konflikte austragen. Nun, noch vor 200 Jahren war Krieg eine streng geordnete Angelegenheit mit Soldaten in bunten Uniformen und klaren Spielregeln. Beim Schach greift man genau das immer noch auf. Aber inzwischen hat sich diese klassische Kriegsphilosophie aufgelöst. Der Anteil der betroffenen Zivilbevölkerung ist stetig angestiegen, von Verdun über Vietnam bis hin zum Irak und Afghanistan. Die klassische Kriegslogik greift nicht mehr. Heute findet man zu jedem Krieg immer auch eine terroristische Antwort und betroffen sind alle in der Bevölkerung. Und ein wichtiger Hebel ist die Angst. Der Anschlag auf das World Trade Center. Er hat die Welt in Angst vor dem Terror gestürzt und dadurch eine fatale Kettenreaktion ausgelöst. Die Bilder der Anschläge im Kopf entwickeln Menschen eine große Angst, selbst Opfer eines Terroranschlages zu werden. Eine unverhältnismäßig große Angst, sagt die Statistik. Seit 2001 sind in Europa 247 Personen durch einen Anschlag ums Leben gekommen. Im selben Zeitraum starben bei Stürmen 256 Menschen. Während der Hitzewelle 2003 kamen alleine in Deutschland 9000 Menschen ums Leben. Und seit 2001 starben über 50.000 Menschen, weil sie in einem Krankenhaus ein falsches Medikament bekommen haben. Es ist also vergleichsweise unwahrscheinlich, Opfer eines Anschlages zu werden. Selbst die Wahrscheinlichkeit, 1 Million zu gewinnen, ist größer. Immerhin mehr als 2000 Menschen hatten seither das ungewöhnliche Glück. Psychologen kennen den Widerspruch zwischen Angst und Wirklichkeit und sprechen von subjektivem Risikoempfinden. Menschen überschätzen Risiken sehr stark, wenn Ereignisse selten eintreten, dann aber mit erheblichen belastenden Konsequenzen verknüpft sind. Da diese dramatischen Ereignisse medial sehr sichtbar sind, wirken sie als Angstsammler, die alle vorhandenen irrationalen Ängste an sich binden. In ihrer Angst reagieren die Menschen unüberlegt und weichen vermeintlich kritischen Situationen aus. So sind in den USA nach dem 11. September viele Menschen vom Flugzeug auf das Auto umgestiegen. Laut einer Studie kam es dadurch auf den Fernstraßen zu signifikant mehr Unfällen mit 1600 zusätzlichen Verkehrstoten.
Der Anschlag führte also nicht nur zu 256 Toten in den Flugzeugen und zu 2600 Opfern in den Türmen, sondern zu weiteren 1600 Toten durch ein angstgesteuertes Ausweichverhalten. Die Menschen reagieren unbewusst auf ihre Angst und vermeiden die entsprechende Situation. Doch dieses Ausweichverhalten kann schlimmere Schäden nach sich ziehen und mit einem größeren Risiko verbunden sein, als wenn man weitermachen würde wie bisher. Die Berichterstattung in den Medien führt dazu, dass die Menschen permanent an die Terrorbedrohung erinnert werden. Dadurch identifizieren sie sich stärker mit der eigenen Gemeinschaft. Die Toleranz sinkt und Ausgrenzungen nehmen zu. So werden härtere Strafen für alle Arten von Verbrechen befürwortet und Bürgerrechte eingeschränkt. Zu beobachten ist dieser Effekt bei vielen Sicherheitsbestimmungen, die widerspruchslos umgesetzt werden und zu enormen volkswirtschaftlichen Kosten führen. Experten haben berechnet, dass sich die Kosten im internationalen Warenverkehr aufgrund der Sicherheitsmaßnahmen erhöht haben. Um 0,5%, gemessen am jeweiligen Warenwert. Während also viele Autohersteller alleine wegen einer Preisdifferenz von 10 Cent auf eine Warnlampe bei fehlendem Anschnallen verzichten, müssen sie gleichzeitig 100 Euro für die erhöhten Sicherheitsmaßnahmen ausgeben. Schon die Angst vor Terroranschlägen hat eine lähmende Wirkung auf die gesamte Wirtschaft. Hinzu kommt aber, dass durch die vielen Sicherheitsmaßnahmen das Wirtschaften teurer und aufwendiger wird. Und die Frage ist, ob wir noch die richtige Balance haben zwischen den Risiken des Terrorismus und den Kosten der Sicherheit. Die Angst und die daraus resultierenden Reaktionen haben so inzwischen mehr Schaden angerichtet als die Anschläge selbst. Ausgerechnet gut gemeinte Sicherheitsmaßnahmen können die Angst sogar noch vergrößern. Zum Beispiel die Kontrollen am Flughafen. Sie können zwar vielleicht einen potenziellen Terroristen abschrecken, gleichzeitig wecken sie aber die Erinnerung an vergangene Anschläge. Fluggäste können sich bedroht fühlen und fragen, ob bei diesem Flug alles gut gehen wird und ob bestimmte Mitreisende nicht verdächtig aussehen. Eine Kettenreaktion der Angst. Wir müssen eine heroische Gelassenheit entwickeln, denn es wird auch bei uns früher oder später einen Anschlag geben. Dabei erwächst die Macht der Terroristen aus unserer eigenen Angst. Wenn wir aber die Anschläge als Unfälle ansehen würden, dann stellt sich heraus, die Terroristen können uns gar nichts anhaben. Mehr Selbstsicherheit und Gelassenheit statt mehr Sicherheitsmaßnahmen können das Fundament einer freien Gesellschaft stützen. Kommt dann der Anschlag, sind die Auswirkungen begrenzt. Die Kettenreaktion der Angst wird gestoppt. Wer die Freiheit aufgibt, um Sicherheit zu gewinnen, wird am Ende beides verlieren. Dieses Zitat stammt von einem der Mitverfasser der Unabhängigkeitserklärung der USA, Benjamin Franklin. Demokratie lebt von Freiheit, man erstickt sie mit zu viel Kontrolle. Und trotz aller Konflikte in einer zunehmend komplexen Welt muss Vernunft uns leiten. Angst war schon immer ein schlechter Berater. Das war's für heute. Danke fürs Zuschauen und wie immer, empfehlen Sie uns weiter, bleiben Sie uns treu. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Nächste Woche besucht Quarks und Co. den Zappelphilipp. Der ist gestört, sagen Mediziner. Die Störung heißt Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung, ADHS. 5% aller Kinder sollen davon betroffen sein. Immer häufiger stehen Eltern vor der Entscheidung, entweder Psychopharmaka oder Sonderschule für das Kind. Was ist wirklich los mit dem Zappelphilipp? Nächste Woche in Quarks und Co. Ein Podcast von WDR.de. Unter der Internetadresse podcast.wdr.de gibt es die vollständige Podcastliste und die Nutzungsbedingungen.